Ende Juli nach Bruchtal aufbrechen. Warte nicht bis zu deinem Geburtstag. Ich stoße zu euch, wenn ich kann. Oder folge euch. Dem Waldläufer Streicher kannst du vertrauen, aber sieh zu, dass er der echte Streicher ist. Sein wahrer Name ist... Ich bin Aragorn, Sohn von Arathorn. Und ich werde euch mit meinem Leben schützen. Ich dachte, ich müsste euch ohne Beweis überzeugen. Mein Äußeres täuscht. Ich glaubte euch. Oder wollte es. Die Spione des Feindes sehen anständig aus, doch wirken übel. Ihr hingegen wirkt anständig. Und sehe übel aus? Oh. Halt! Wo ist Merry? Er ist noch nicht wieder zurück. Bleibt hier, ich suche ihn. So, jetzt können wir mit Aragorn spielen. Das ist ja geil. Mal kurz einmal speichern. Jetzt bin ich nochmal gespannt. Okay, er hat ein großes Dings. Hat keine Pilze. What the fuck, Alter, ist das geil. Zuck. Coole Sache. Okay. Dann werden wir erstmal gucken. Hier ist der tänzende Pony. Wir müssen auf jeden Fall dann halt unser Freund retten. Er macht das natürlich. Er hat ja gar keine Angst. Er kümmert sich um solche Angelegenheiten. Okay, hier ist nichts. Oh, was ist denn da? Kram. Okay. Bestimmt sowas wie Elbenbrot oder so. Nur einfach ein normales Brot. Okay. Also können Pilze ihm nicht so sättigen. Wie einen Hobbit. Oh, was ist das denn? Was willst du, Langbein? Geht dich nichts an, Pferdedieb. Was? Wen nennst du hier Pferdedieb? Euch. Und jetzt verschwindet. Ihr steckt eure Nase in fremde Angelegenheiten. Ihr habt mit den Auenlandratten gesprochen. Ihr wollt das Kopfgeld für Beuteln für euch. Vergesst es. What the hell? Na, komm. Snack mich dort weg, ey. Geht doch. Was? Macht er noch immer? Ah, der kann treten auch noch. Okay. Gut. Auf jeden Fall sind die Beutlins oder der Beutlin ist ziemlich gefragt. So wie es scheint. Ah, da ist er. Mensch, wo bist du? Da seid ihr ja, Merry. Wer seid ihr? Man nennt mich Streicher. Ich bin ein Freund von Gandalf. Na gut, Freund. Was sollen wir jetzt tun? Geht zum Gasthaus, zu euren Freunden. Butterblüm soll euch bei mir einquartieren. Was ist mit euch? Es wird Zeit, die Feinde von der Fährte abzulenken. Wie war das? Ich sammle Dinge, um Hobbit-Nachahmungen zu machen. Ihr werdet schon sehen. Geht nun. Ihr müsst mit mir kommen. Ich bringe euch sicher zum Gasthaus zurück. Ich danke sehr. Diese Straßen wurden plötzlich recht unfreundlich. Kommt mit. Oh nö. Das heißt, speichern! Sammelt Kleidung, sammelt Melonen, sammelt Heuballen, sammelt kleine Scheite. Also Holzscheite. Was? Das gibt's doch nicht, Alter. Okay. Nicht, dass er gleich tot ist, aber ich habe dann die ganze Schuld. Okay. Ja. Folgt mir einfach mal. Ich muss mal kurz einmal schauen, wo es jetzt hier lang geht. Ah. Halt! Ein Gegner! Was macht ihr hier draußen? Das ist meine Sache. Jetzt ist es meine Sache. Du wirst es schon sagen, wenn meine Freunde mit dir fertig sind. Wer ist nochmal? Hä? Jetzt voll Bananen oder was, ey? Ja! Aber ich muss kurz einmal... Ach, warte mal, das ist was anderes jetzt schon wieder. Eine Pfade, aber nahrhafte Wegzerrung. Was ist das? Okay, dann nehmen wir das erstmal. Vielleicht gibt es ja da wirklich einen Unterschied zwischen den einzelnen Sachen.
muss auf jeden Fall erstmal Klamotten finden. Diese kleinen Scheite sind im Dunkeln überzeugende Arme und Beine für meine Nachbarn. Der Torhüter dürfte sie kaum vermissen. Ja, ist ja sehr schön. Okay, warte mal, da waren wir drin. Also in dem Dings da, da gab es ja jetzt nichts mehr. Da gab es auch nichts. Da ein Blink, was? In dem Fass. Okay. Gut, dass die Feinde immer liegen bleiben, ey. Diese Lumpen machen meine Nachahmung glaubhaft. So, gab es hier irgendwas drin? Hier gab es nichts. Da ist noch ein Wolf. Okay, den habe ich auch. Ah, ihr habt so keine Schnitte gegen mich. Okay, das ist wieder nur ein Wolf. Wölfe gehen ja noch. Wenn es also bald mal in Orks geht oder so. Oh, 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 das wird richtig geil. Okay. Okay, hier gab es auch nichts mehr. Warum kommt jetzt die Musik, wenn jetzt hier überhaupt gar nichts ist? Hä? Keine Ahnung. Was brauchen wir eigentlich noch? Was? Ich habe jetzt nichts gemacht. Rede, ach, Scheiße. Kleine Maus, sonst lasse ich dich fiepsen. Ich kenne keinen Beutlin, ehrlich. Kleines Mäuschen, gleich schnappt die Falle für dich zu. Große Worte für einen elenden Ork aus Mordor. Auch du wirst fiepsen, Wanderer. Was? Das sind doch keine Orks, ey. Wollt ihr mich verarschen? Guck mal, die Pfeile bleiben sogar drin stecken. Das ist nicht richtig geil. Boah, die müssen doch mal langsam weg, ey. Wo konnte ich denn gerade nochmal schlagen? So, nochmal kurz weggehen. Komm her, ja, Kleinen. Du gerade, du dicker Wanz, Alter. Gut, dich habe ich schon mal. Nein! Bevor der mich jetzt wegsnackt, fick ich den da auch mal anders. Sehr schön. Hab auf jeden Fall den kleinen Freund schon mal gerettet. Holen wir mal kurz hier oben. Ihr habt mir das Leben gerettet. Diese Männer aus dem Süden wollten mich töten. Sucht ein sicheres Quartier. Wollten mich töten! Es könnten noch mehr hier sein. Ihr habt recht, Herr. Der schmutzige Stall kann warten. Das stimmt. Kurz einmal speichern. So, was brauche ich denn eigentlich noch? Ich kann es nicht mehr aufrufen hier, P. Keine Ahnung. Fehlt denn jetzt überhaupt noch was? Oder? Über die Pfeile drin. Ich guck einfach nochmal so. Ist jetzt nicht schlimm, wenn jetzt irgendwie. Da war ich doch schon. Das muss es doch gewesen sein. Jetzt gehe ich mal wieder zurück zum zänzernden Pony. Ah, der ist ja da. Das müsste es eigentlich. Habe ich alle Sachen. Glaube ich. Was für ein Tag. Mir fallen schon die Augen zu. Schwarze Reiter. Hoffentlich taugt der Plan. Ihr solltet schlafen. Ihr alle. Ich halte Wache. Aufbruch ist im Morgengrauen. Wohin gehen wir? Nach Bruchtal. Aber abseits der Hauptstraße. Ah, ich hätte es wissen müssen. Abkürzungen und Gefahr. Beim letzten Abkürzen hat uns fast ein Baum verspeist. Meine Abkürzungen sind gut. Am nächsten Morgen führte ich die vier Hobbits in aller Frühe sicher aus Bre und in die angrenzende Wildnis, in der Trolle hausen. Wir näherten uns dem Hügel, den die Elben Amonsul und die Menschen Wetterspitze nennen. Okay. Alle werden jetzt wissen, ja, wo es hingeht. Die Filme geguckt haben, aber ich sag mal nichts. Für die, die es noch nicht geguckt haben. Streicher, was ist das für ein Licht? Ich bin nicht sicher. Es ist zu weit weg.
Aber es kommt offenbar von der Wetterspitze. Wie Blitzschlag. Wohl an denn. Auf der Wetterspitze wissen wir mehr. Wir müssen zum Gipfel der Wetterspitze vordringen. Falls uns Gandalf folgt, wird er hier nach uns suchen. Dort könnten wir Gandalf finden. Es ist nur eine vage Hoffnung. Und er wird uns auf meinen Pfaden durch die Wildnis noch weniger finden. Vielleicht finden uns die schwarzen Reiter dann auch nicht in der Wildnis. Frodo, Merry, kommt mit mir. Sam und Pippin bleiben hier. Wir sind gleich wieder da. Geh voran, Aragorn. Ah, ich hole mal kurz noch ein bisschen Brot mitnehmen. Und trotzdem nochmal umschauen. Weil man weiß ja auch nie, was es hier noch so gibt. Wölfe? Zum Beispiel. Das wäre jetzt so eine Sache, wo ich jetzt ganz spontan sagen würde, jupp, Wölfe. Aber wir wollen natürlich noch Lembas suchen. Weil wir haben laut Inventar 2 Stück nur. Und wir wissen ja aus der auch der Vergangenheit, dass das übelst wenig ist. Speichern mal und gehen schon mal den... Ich wusste es. Ah, ihr scheiß Wölfe, ey. Niedergemacht. Meine Güte. Okay, die vertragen echt viel. Aber ist auch nicht schlimm. So. Ab hoch. Da ist noch einer von den Wölfen. Was? Der ist nicht tot? Kommt er jetzt noch? Ja, er kommt noch. Ah, der müsste doch schon längst weg. Kack. Was? Nein, damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. Ohne Spaß. Das war jetzt für mich, ja. Nicht ersichtbar. Okay, weiter geht's. Aber sieht trotzdem schöner aus. Also ich fand jetzt vorhin die Hügelgräber und auch bei Tom Bombadil und im Wald halt, wo die Spinnen waren, das echt scheiße, um genau zu sein. Tot? Nein, natürlich nicht. Boah, wie viele kommen denn hier, ey? Alle Bock zu sterben? Zu schlafen? Okay, da oben ist noch einer. Oder? Vertue ich mich jetzt gerade so ein bisschen. Mein Gott, ist das schwierig. Sehr schön. Okay, weiter geht's, Jungs. Ausruhen könnt ihr euch gleich. Ist hier irgendwo was? Nö, auch nicht, ey. Da oben ist die Wetterspitze, man sieht es schon. Da kommt sie. Da kommt noch ein Wolf. Okay, den konnte ich jetzt nicht so ausschalten. Ist auch nicht schlimm. Ah! Sam hat seinen letzten Messerstreich gemacht. Hat somit den Wolf schlafen gelegt. Okay. Oh, Mann! Alter, du müsst mir auch schon helfen. So ein klein wenig wäre nicht schlecht. Ja, zu viel verlange ich ja von euch nicht. So. Und hier Lagerfeuer. Da muss ja irgendwie... Und guck mal hier, das Komische ist, das Lagerfeuer, das brutzelt noch so ein bisschen. Man hört es ja auch so. Da muss hier irgendwo, muss hier was sein. Und da oben ist sie. Die Wetterspitze. So in Tiere? Jo. Ne, das sieht man jetzt nicht. Mal gucken, wenn man jetzt gegen den Baum schießt. Boah, guck mal, wie die durchgehen. Wie Butter. Ja gut, dann würde ich sagen, machen wir erstmal eine Aufnahmepause. War jetzt eine längere Aufnahmesession. Also halt nicht länger, aber halt, ne?
Und wir wollen ja nicht zu viel immer aufnehmen, weil ich möchte ja auch das Spiel nicht zu schnell durchgespielt haben. Es dauert zwar noch lange, 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 also was ich mich so ein bisschen daran erinnern kann, was noch alles noch kommt, das wird noch echt extrem. Moria, klar, und danach noch ein paar andere Sachen noch. So, ich verrate aber nichts, lasst uns das selber überraschen und erforschen natürlich mit unseren Gefährten. Gut, im Moment sind wir jetzt nur 5 Leute. Aber vielleicht stoßen ja noch welche zu. Ich möchte auch nicht spoilern. Aber ich denke mal, eigentlich müssten schon die meisten von euch das Spiel kennen oder den Film kennen oder die Bücher kennen oder irgendwas von Herr der Ringe kennen. Und na gut, dann würde ich sagen, trotzdem Dankeschön fürs Zuschauen bei Herr der Ringe. Die Gefährten mit mir, Ingo Viva. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!